Ja. Verkaufen. Was ich verkaufen möchte, ist der Pilz. Ja, ich möchte noch was verkaufen. Eiskartoffel. Verkaufen. Und den anderen Pilz auch noch. Verkaufen. Was? Nein, ich möchte jetzt mehr. Nein. Ich möchte nicht das Schwirrwarr kaufen, das ist Schrott. Gut, speichern. Und zurück das Ganze. Mir ist, glaube ich, noch was eingefallen. Irgendwo habe ich noch hier einen Power vergessen zu holen. Warum ist das Ding wieder zu? Nein, das war die falsche Richtung. Das musst du. Ach nee, das ist eine Tür gewesen. Ach ja, stimmt. Das war ja eine Tür. Ach ja, hier unten war doch der. Da, komm, lass mich da rein. So. War doch hier, ne? Jo. Ja, was verkaufst du mir als nächstes? Ich möchte. Ich kaufe. Du Arsch. Ich kaufe noch ein Item und dann ist aber. Ein Sternsplitter. Nicht kaufen. Okay, wir gehen. Na komm, lass mich da rein. So, wieder zurück nach Toadtown. Willkommen zu Toadtown. So, jetzt gucke ich mal nach. Ist der immer noch hier? Steht der immer noch da rum? Nein, fuck, ist der jetzt weg? Oh, dann habe ich einen Boss verpasst. Egal. Egal. Das war dumm, ich habe mich doch gerade erst ausgeruht. Egal. Egal, egal. So, ich speichere ja mal nochmal kurz. So. Ist der jetzt weg oder ist der noch da, dieser komische? Geh mal vorsichtshalber auf Mario, weil den möchte ich scannen. Bist du noch hier? Ja, du bist noch hier. Hey, du mit der Mütze, warte! Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenji C. Cooper. Bitte merken wir, okay? Wenn du diese Straße nutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht, passiert nichts. Geld reagiert die Geld. Kämpfen. Willst kämpfen? Du musst Volk sein. Sieh mich doch an, ich seif dich ein. Kämpfen. Na komm. Scanner. Das ist Kenji Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. Maximale KP 70, Angriffskraft 10, Verteidigung 6. Manchmal verführt er eine Stampattacke mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde wie mich. Also verteidige dich gut. Aber wie alle Coopers steigt seine Chancen, wenn du ihn umkippst. Da fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf die Beine ist, wird er angreifen. Und ganz nebenbei, ist er nicht der größte Koopa aller Zeiten? Jemand hat mir gesagt, er sei früher in Koopa eingeklebt. Ja, schön. Weiß ich gar nicht, kann man ihn mit normalen Sprüngen umkippen? Ein Doppelsprung, okay. Er steht sofort wieder auf. Ja, toll. Partner kann sich nicht bewegen. Leck mich. Mal gucken, ob das Mega Beam mehr ausrichten kann. Aber er kippt dadurch nicht um. Wuhu. Mega Sprung. Bams. Und dadurch kippt er auch nicht um.
Das ist nicht gut. Okay, ich kann ihn nur so umkippen. Ems. Wario ist wieder fit. Muss ich mich heilen? Himmelskuss, ja. Himmelskuss. Und ihn am besten mit wem? Ja, komm. Ich kann mich zweimal um 20 heilen, das dürfte hoffentlich ausreichen. Und sonst habe ich noch einen Lebens-PC. Ich würde mal sagen, Achillester. Und wird verorgt für den anderen. Da geht es so gut für die Verteidigung. Ich gehe auf Bombette. Mit der Bombe sollte sie doch vielleicht ein klein wenig mehr rausholen als Lucky Lester. Bams umgekippt. Und Bombe. Booms, 7 Schaden. Oder? Ich glaube, Lucky Lester ist doch die bessere Wahl. Ich werde sogar mit Mario tauschen. Weil das angenehmer ist. Work Nummer 9. Wunderbar, 4 Runden. Perfekt. Cool. Okay, Lester fällt aus, aber Mario wurde nicht getroffen. Das ist natürlich ungünstig. So. Ich könnte mich jetzt mal fokussieren. Ich glaube, ich fokussiere mich mal eine Runde. Damit die Sternenbucht ein bisschen weiter aufgeladen wird. Damit ich vielleicht gleich mal nochmal. Schön, dass wir da nehmen. So. Oh, den Megasprung bitte. Bams. Das war nicht gut. Gefahr, Gefahr. Ja, ja, ich weiß. Himmelskuss. Na komm. Sehr gut. Wolke Nummer 9 zeigt keine Wirkung mehr. Dann gib mir doch erstmal wieder Wolke Nummer 9. Wunderbar. So. Was macht der Hammer eigentlich so an Schaden? Ein. Okay, das bringt nichts. Super, das Timing habe ich nicht raus. Das ist schon wieder kaputt, das kann nicht sein, ey. Mega Sprung. Gut. Der Mega Sprung. Bams. Ich muss mich heilen. Wie viele Lebenspilze habe ich? Ich habe 2. Und 2 Lebenspilze. Der Megasprung. Bams. Das ist unpraktisch. Wirklich sehr unfair. Wolke Nummer 9 lässt nach. Perfektes Timing dafür. Fuck man, ich hätte vielleicht mehr Ahornsirup mitbringen sollen. Ich weiß nicht, ob das nach dem Ding ist noch ein. Erstmal futterst du jetzt ein bisschen Ahornsirup. So.
abhauen. Ja, ich wäre sowieso tot gewesen. Nicht so schlimm, ich habe Lebenspilze. So. Ups. Da bin ich wieder. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich könnte den Sprung ersetzen und Bams. Super, da ist mein zweiter Lebenspilz futsch. So war das eigentlich nicht geplant, aber gut. Ich kann den jetzt blocken. Okay, jetzt muss ich mal auf meine Energie aufpassen. Zur Not benutze ich auch die Ultrapilze. So. Und jetzt kann ich erstmal den Himmelskurs benutzen. Himmelskurs. Muah, Schmatz. Juhu. Ich krieg diese scheiß Attacke nicht abgewehrt. Ja, schön. Komm, Megasprung. Bams. Neun. Einmal halte ich es noch aus. Tarn geht los. Juhu. Es funktioniert. Fragt sich nur, wie lange. Ich könnte mit dem Hammer, kann ich ihn langsam schwächen. Megasprung, juhu. Bams. Lucky Lester, ja. Wunderbar. So, jetzt kann ich ihm hoffentlich mal ein bisschen mehr Schaden machen mit der Sprungattacke einmal. Gibt um. Stachelflip. Ja. Bums, zwei Schaden. Huhu. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Heilus mit der. Mit der was da? Superpilz erstmal. Komm, wir hauen direkt einen Ultrapilz auf den Kopf. Voll Energy. Okay, der Stachelflip wird nichts ausrichten. Ich brauche. Er hat eine gute so Angriffskraft. Für Bu habe ich kein Dings mehr. Kupa, ich brauche einen Ultrahang. Ich nehme mal Sushi, vielleicht macht er ein bisschen mehr Schaden. So. Sprung. Das ist unheimlich spannend. Auch zwei. Wunderbar, das wird ewig dauern. Sprung. So. Bams. Ich kann gleich einmal Erfrischung einsetzen, das ist nicht schlecht. Ne, so ein. Ich krieg das nicht getimt. Absolut nicht. Wegen die wird uns bringen. Erfrischung. Ich glaube es zumindest nicht. So, da, komm her, gib mir BP. Danke. Na. Einmal halte ich nach Ausnahme, muss ich noch einen Pilz futtern. Megasprung. Bams. Und Pilz-Time. Hauen wir den zweiten Topf jetzt auch noch im Kopf. Scheiße, da drin drauf. Braucht kein Schwein.
Eigentlich brauche ich ihn wirklich nur für diesen Kampf, glaube ich. Weil er wirklich ätzend ist, der Kerl.